Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead by Daylight mit meiner Wenigkeit Melody und Nico. Oh hi, oh Gott, anders. Und ja, ich weiß, ich bin ein totaler Esel, weil ich mich zuerst erwähnt habe. Aber eigentlich bin ich ja der Gast. Eigentlich. Ja, eigentlich bist du der Gast. Ich muss aber sagen, ich bin kein Esel bei der Anmod, auch wenn ich auch immer erst dich zum Schluss erwähne von der Anmod, aber ich nenne meinen Namen nie. Ich sage immer nur so, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge mit der Melody. Ja. Heimvorteil. So. Heimvorteil, ja. Alter, ich bin in der Nähe vom Killer gespawnt. Und er guckt mich an, er guckt mich an. Ich hab Heartbeat! Krankenschwester! Ja, ich sehe sie gerade. Hi. Na, ist sie gerade hinter dir her? Nee. Nee. Nee, Leute. Nee, Leute. Gar nicht. Nee. Gar nicht, ne? Leck mich am Arsch, die ist bei mir vorbeigelaufen. Weißt du, ich hab da links und rechts Bäume von mir, wa? Mhm. Sitze vor einem richtig hellen Totem. Ich kann mich zwischen Baum und Totem nicht verstecken, weil das Totem oder der Baum jetzt große Hitbacks haben. Das heißt, ich stehe ein bisschen nach vor und die rennt einfach an mir vorbei. Das ist ein Camper. Ja, aber gerade sogar Musik. Hardcore Camper. Okay, dann also, nee, nicht Hardcore Camper, sondern sie rennt einfach rundherum um das Opfer. Ah, deswegen habe ich so krass einen Heartbeat, weil ich immer näher zum Opfer zu hinkomme. Ah, sie hat mich. Geh sie befreien! Sie ist hinter mir her. Hab sie gleich geheilt auch. Alter, hi. Mal gucken, ob sie mich sieht. Nee. Ja, genau. Sie war schon lange aus dem Schlag raus und trotzdem hat sie noch schlagen können. Als ob ich das nicht gesehen hätte. Ich weiß ganz genau, wie man eine Krankenschwester spielt und ich weiß ganz genau, wie viel Zeit du zum Schlagen hast. Hast du auch mitberechnet, dass wenn sie den Schlag aufzieht? Ja. Weil wenn du ja länger Linksklick gedrückt hältst, dann strafst du ja noch so 3-4 Meter nach vorne. Trotzdem, sie ist nicht mehr da. Warte, sie kommt. Ich glaube, die hat dich gesehen. Bill, du bist ein Arsch. Du bist im Angel Mode? Nee, nicht ich. Bill. Ah, Bill. Lol. Hab jetzt meine Instant Heilung für dich verwendet. Danke. Aber das Geräusch, das war gerade richtig hart.
Ey, ich habe keine Lust nochmal zu hängen. Tut mir leid, Bill. Aber danke, dass du mich runtergeholt hast. Ich komme, my friend. Mana, mana. Manama. Mana, mana. Nice. Hat der sich befreit oder hat den jemand runtergeholt? Ich hab den runtergeholt. Ah, okay. Danke. Der hat, by the way, ein Erste-Hilfe-Halloween-Kit. Lol. Der Bill. So. Jetzt haben wir schon mal die Luke freigeschalten, wenn nur noch einer da ist, ne? Ja, das ist schon mal das Wichtigste. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich geier gerade so ein bisschen nach Kiste. Hab nämlich kein Item mehr und will unbedingt eins haben. Ich will unbedingt eins haben, Alter, voll groß und so. Hab das Keller gefunden. Das Keller vor allen Dingen. Von allen Dingen wollte ich gerade sagen. Alter, was ist denn heute los mit mir? Ey, ich hab das Ding verlassen, bevor die mich holen konnte. Mann, das ist doch nicht fair, dass die immer genau zu mir geht. Am Anfang zu mir, jetzt zu mir, vorhin zu mir. Willst mich verarschen? Ja, Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie man Halloween-Sachen bekommt. Wo hängst denn du? Alter, bist du weit weg. Bist ja quasi am anderen Ende von der Map. Sie campt. Die ganze Zeit campt sie. Immer bei der gleichen Entfernung. Sie campt. Also bei Bill hat die gerade nicht gekämpft. Bei mir kämpft sie. Was ich sehr interessant finde, warum sie bei mir kämpft. Und vor allem, was ich noch interessanter finde, ist, dass die immer genau weiß, wo ich bin. Von Anfang an hat die gewusst, wo ich bin. Und du weißt, wie ich schleiche, ne? Ich dachte, da wäre ein Kürbis drauf gewesen. Alter Güllefass. Guckst du mir gerade zu? Moment. Ja, ich guck dir zu. Guck, hör mal das Geräusch, wenn man jetzt Sachen hinlegt. Lol. Ich hol mir mal eben kurz ein anderes Ei. Du bist
bist übrigens verwandt, ne? Was bin ich? Verwandt. Mit wem? Mit dem Killer. Warum? Der Killer ist geil auf dich. Und deswegen bin ich verwandt mit dem. Aber warum? Keine Ahnung. Lebendig entkommen habe ich gerade bekommen. Lol. Was kann denn das lebendig entkommen? Naja, suchen wir schon mal das nächste Match. Ja, warte kurz. Lebendig entkommen. Entkomme insgesamt 100 Mal lebend aus dem Spiel. Lol. Also war das gerade mein 100. Escape. Ja, passt doch. So Leute, ich würde sagen, ich pausiere jetzt mal ganz kurz, bis wir ein neues Spiel gefunden haben. Bis gleich. Bis gleich. So Leute, sind wieder da. Mein Handy ist gerade ausgegangen. Dankeschön, Handy. Bitteschön. Aber gerne doch, mein Freund. Für dich schalte ich mich doch gern aus und wieder ein, um dich zu nerven. So, das wird jetzt erstmal in die Steckdose geschlossen. Wix Handy. Das andere Handy ist eh voll, alles klar. Dann schließen wir da einfach Steam. Machen's zu. Und wichsen's voll gegen die Bank. GG, well played. So, wo ist die erste Palette? Einfach, ich hab gehört, einfach umhauen, rüberrutschen. Ey. Lol, sind gerade zwei Typen im Keller runter. Ey. Ja. Der hat sich vorgedrängelt, der hat mich weggedrängt. Ey. Hi. Ey. Nico, Anna. Michael. Stalker. Ja, Stalker, Michael. Haha. Du siehst mich nicht. Ah, genau. Ich habe heute wieder mal so ein bisschen meine E-Mails durchforstet, weil ich ja auf die Antwort vom Dead by Daylight Support war. Und da hat einer geschrieben, also nicht, dass wir noch mehr machen sollten, aber den hat unser Nightcore Special Farm Zombie Modus voll gefallen. Das Nightcore Spezial, was sich da gemacht hat. Ach so. Ja, davon könnten wir auch mal wieder eine Runde machen. Auf alle Fälle. Da kann One-Hitten, wa? Ja. Weißt du, was ich am dümmsten finde, wenn wer Michael spielt? Also ich für meinen Teil mach's ja so, dass wenn ich schon auf Stufe 3 bin, hebe ich den nicht extra auf, um den aufzuhängen. Das versuche ich wenigstens die Stufe 3 noch auszunützen. Ja. Aber nicht indem du an dem campst, der da liegt, ne? Ja. Lol, der hatte bei mir schon ein Schlaggeräusch gemacht und daneben gehauen und auf einmal liege ich am Boden. Wow, hast du okay, dann wünsche ich mir Glück, dass ich das Quicktime schaffe. Scheiße, versaut. Und da ist natürlich gleich ein Haken. Ja, das Quicktime ist halt echt schwer.
der Entscheidungsschlag Quicktime. Das ist nämlich quasi nur der perfekte Fähigkeitscheck. Ich weiß. So, ist irgendjemand in meiner Nähe? Ne, gerade nicht, also snack ich mal noch ein bisschen. Ich hol dich. Aha, komm gleich mit. Komm gleich mit. Leise übers Fenster. Geheilt werden durch Melodie, geheilt werden durch Melodie, geheilt weh. Die haben das noch immer nicht gefixt. Nee. Ich glaube aber, die kommen eher mit deinen Zeichen nicht klar, bei deinem Namen. Ja, ist klar. Guck mal, den habe ich ganz alleine gemacht. Nice. Ich war auch gerade gut dran, aber dann kam auf einmal Michael. Und dachte, der steckt mir sein Messer in den Po. Was für ein Perversling. Okay, sobald wir die Luke frei haben, auf Lukensuche, wa? Ja, das Problem, wir sind noch zu viele auf. Ja, wenn sie gespawnt ist, meine ich. Sobald sie gespawnt ist. Ah, da ist sie ja, die Luke, ne Spaß. Das wär's noch. Übrigens, da hinten ist eine Kiste. Wo? Kommt. Wo bist denn du jetzt hin? Rein, ne? Weiß ich nicht, brauchst du die Kiste? Ich habe einen matten Schlüssel mit, wa? Ich hab noch ein bisschen in der Werkzeugkiste. Der Killer guckt her. Da kommt er. Eine Taschenlampe. Alter, guck mal wohl, wo er den Kasten aufgemacht hat und da bin ich drin gehockt. Ja, ich bin dem Killer hinterhergelaufen, ne? Alter, ohne Spaß, jetzt hat's mir völlig den Schweiß ins Gesicht getrieben, als er den Kasten aufgemacht hat. Ja, aber Nico, ich bin dem Killer hinterhergelaufen. Also ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, das hinten nachlaufen funktioniert immer am besten. Ja, ich weiß. Luke freigeschaltet. Aber noch nicht gespawnt, wir müssen die random sterben lassen. Den Generator machen wir und dann lassen wir die sterben. Er guckt her. Ja, er kommt. Wo bist du? Sieh mich nicht. Bei mir war das gerade voll knapp, dass er mich nicht gesehen hat. Ja, bei mir war es viel knapper. Ne, ich bin oben an der Treppe gestanden. Ja, wenn er gleich weg ist, dann zeige ich dir, wo ich gesessen habe, okay? Ist er weg? Alles klar, siehst du mich noch? Ja. Der ist halt da reingekommen, ne? Da? Ja. Und ich bin da gesessen. Lol. Deswegen habe ich gemeint, es wäre knapper gewesen. Guckt er schon wieder? Ja. Weil
Weil das ein Stalker-Mike hier ist, bin ich nicht gern, wenn, an dieser Stelle, wenn er kommt. Der Generator ist auch nicht immer der geilste, wa? Muss der Typ da immer rennen? Da ist Michael, da ist Michael! Kommt er hoch? Der ist oben! Ist immer noch oben. Keine Ahnung. Ich glaube aber nicht. Alter, sind wir echt alle auf derselben Seite gesessen? So ungefähr, ja. Er guckt wieder. Okay, wir haben die Luke schon. Wir müssen von dem rennenden Typen weg. Ja, auf alle Fälle. Zumindest haben wir die Luke schon freigeschaltet, wenn der stirbt. Er guckt. Ja, aber wo? Ich weiß es nicht. Da! Ich habe ihn gesehen. Guck mal, wo ich schon wieder gesessen habe. Ah, er stalkt. Und zwar vor meiner Fresse. Er hat eigentlich 5 Meter daneben geschlagen, voll in den Kasten rein, aber trifft mich komischerweise trotzdem. Das hättest du gerade sehen müssen. Ja, hat er bei mir vorhin auch gemacht. Cheater. Aimlock. Er bringt mich in den Keller. Jo. Dein eiserner Griff wird dir nicht helfen. Ich versuche mich in den Keller zu chillen. Falls er dich wieder in den Keller bringen will, bin ich unten. Wir haben die Luke freigeschaltet, auch mit dem Random. Das heißt, falls wir dich noch retten können. Er hat den Random, er ist hinter dem Random hinterher. Lol, dann muss ich dich heilen. Der Random rennt voll zu mir. Der Random rennt zu mir. Alter, ist das ein Barker. Ich erhole mich jetzt einmal, soweit ich kann. Du könntest zu mir hoch. Geht der Keller? Ich weiß es nicht, ich denke. Aber kannst du zu mir kommen? Alter, ich muss voll den Umweg gehen. Er guckt zu mir. Er kommt. Cheater. Du kannst ihn retten. Musstest du schon kämpfen? Ich bin noch nicht ein einziges Mal gehangen. Ich häng gerade das erste Mal. Aber er ist instant unterwegs zu euch gewesen. Er scheint zu campen. Ich habe zwar kein Heartbeat, aber er guckt immer wieder zu mir. Jetzt habe ich wieder Heartbeat. Ich gehe mal Richtung zu dir und halt die Augen nach der Luke auf. Und wenn ich die Luke gefunden habe, dann musst du mir gleich hinten nachsprinten wie so ein verrückter Junkie. Bevor ich kämpfen muss, mache ich einen Fluchtversuch, ne? Alter.
Jetzt bräuchten wir die Krankenschwester. Okay, auf Lukensuche, Jungs. Ich dachte, du hast die Luke gefunden. Nee. Hatte ich nicht gesagt. Ich hatte gesagt, wenn ich die Luke finde, dann muss mir nachsprinten wie so ein Verrückter. Er guckt. Der hat mich 100 fix gesehen. Ja. Der ist wieder hinter mir her. Und er stalkt mich schon wieder. Immer noch hinter mir her. Oh! Nicht mehr, nicht mehr. Alles klar, Lukensuche. Alter, du blockst mich! Er guckt! Gucken heißt aber nicht kommen. Doch, bei dem schon. Kotz. Weißt du wieso? Das heißt bei dir, dass der kommt? Weil der random immer hinter uns her ist. Immer. Fuck, jetzt hätte mich der Killer fast gesehen. Mich hat er gesehen. Och nö, oder? Ist hinter dir her. Ich lass den Schlüssel oben fallen. Er ist nicht mehr hinter dir her, weil ich ihn gerade befreit habe. Okay, dann lasse ich den Schlüssel nicht fallen. Ich heil mich im Keller unten. Ich heil mich oben. Wir sind einfach die zwei Healer. Weißt du, wir sollten die Krankenschwester sein. Wir können das viel besser. Okay, ich renn ein bisschen den Rand ab nach der Luke, wa? Warte. Interessanterweise war er gerade in meiner Nähe. Wichtig wäre es halt, die Luke schon mal gesehen zu haben, dass wir wissen, wo die ist. Er ist immer noch in meiner Nähe. Okay, ich glaube, gleich dürfte ich einmal komplett im Kreis gegangen sein. Das muss ein Cheater sein, der ist die ganze Zeit in meiner Nähe. Ich habe ihn gesehen. Oh, oh. Ich hoffe, der hat dich nicht gesehen. Also gesehen hat er mich unmöglich. Falscher Kasten. Ich will auch gar nicht in den Kasten. Ja,
Er ist die ganze Zeit da, in meiner Nähe. Wechsel mal den Kasten. Ja, ja, hab ich schon. Okay, am Rand ist die Luke nicht. Kommt, da wird die Generatoren ablaufen. Wir haben gute Chancen. Ja, aber der Generator ist fertig, deswegen verstehe ich erstens nicht, warum der hier ist und zweitens, und der die ganze Zeit in der Nähe ist. Da siehst du schon wieder und er guckt direkt zu... Ja, weil er mich... So ein Cheater. Ich wusste es. Musstest du schon kämpfen? Nee, aber jetzt muss ich. Ach shit. Ich frage mich echt, wo die Luke ist. So lange habe ich noch nie gebraucht. Suche einfach die Luke weiter. Ich habe sie gefunden. Die ist gleich in dem Raum da. Nee! Bleib bei der Luke. Geh durch. Alter, ich hatte doch... Ich hatte den Schlüssel... Ich hätte uns beide da rausholen können. Das war noch 2 Zentimeter zu dir. Der ist die ganze Zeit bei mir gewesen. Ja, ist ja egal, dann hätte ich mich hitten lassen. Aber wir werden entkommen. Der hätte dich gestalkt bis zur dritten Stufe wieder und dann... Ja, so schnell kann der gar nicht stalken. Doch. So Leute, mein allererstes Halloween-Item kommt jetzt. So Leute, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Dead by Daylight wieder ein. Ciao!